So, Melvin ist kurz gemutet. Ich brauche Eisen und das organisiere ich mir jetzt. Ich gehe zu Tyrox rüber. Kuchen verputzen. So, gut. Tyrox ist ja momentan im Urlaub. Für jeden, der fragt, wieso, weshalb, warum, er braucht Ruhe. Er soll sich mal erholen. Und die Folge wird hier sowieso gerade im Voraus aufgenommen. Also, wenn ihr die Folge seht, ist er wieder aktiv im DC dabei. Ja. Wir snacken uns jetzt aber erstmal ein bisschen Eisen. Da bei ihm schon einiges automatisiert ist, kriegt er das ja instant wieder, aber er bekommt es auch so wieder. Klauen ist ja bekanntlich verboten. Aber ich klau es nicht, ich leih es mir nur aus. Wissen wo. Hallo Moku. Tschüss Moku. Eisen, sehr schön. Wir nehmen uns noch ein Stack Gold vorsichtshalber mit. Okay. Gut, das ist eine ganze Handvoll, was er hier hat. Jetzt werden wir mal seine Schmelz schmeißen, damit er ein bisschen Eisen wieder hat. Das ist ganz... Lol, ist das viel. Ich glaube, da wird er das bis Eisen nicht vermissen. Ja, das ballert bei dem. Oh. Blut. Ja gut, das müssen wir erstmal so ablassen. Einmal abbauen. Jetzt ist das wieder unten drin. So, wo hat er seine Pattern? So. Ja. Da hat er sie. Ich bin gerade bei Tyrox drüben. Ich muss mal ein bisschen Eisen snacken. Wie lange gehen eigentlich immer deine Aufnahmesessions? 15 bis 20 Minuten. Ach so. Also pro Video. Der Tyrox, ne? Der hat so viel Zeug schon, das ist ja abnormal. Okay, da ist ein Wizard gespawnt worden. Was? Ja, bei CO2. Okay, die machen schon jetzt schon wieder. Ja, können sie doch machen. So, und das. Komm, ich bin nicht mal ansatzweise so weit. Ja, das stimmt allerdings. Es wird mal Zeit. Ich fange jetzt, dadurch, dass ich mir jetzt bei Tyrox ein bisschen Erze gesnackt habe, mache ich jetzt den Generator. Genau den, den wir auch stranded hatten. Okay. Wo waren die Bricks? Hier. Hey, Ike, hast du vielleicht noch Eichenbaum-Saplings? Bräuchte ganz dringend weg. Ich habe hier einen Stack und 14. Aber ich bräuchte halt. Nur musst du vorbeikommen. Und mit der Crook kannst du dir im Übrigen auch so schnell abbauen. Und da kriegst du halt sowieso wieder alles raus. Ja. Big Reactor. So, das da brauchen wir erst einmal. Ich brauche Redstone. Ernsthaft? Ich habe 24 Stück. Irgendwie leckt gerade alles bei mir. Warum?
Kläge im Discord, oder? Nö, da läufst du flüssig. Nee. Also hier läufst du flüssig. Jetzt mein Eisen hat halt nicht gereicht. Jetzt hätte ich meinen Teampartner beinahe umgebracht. Yay! Yeah. Weil er ein Loch bei uns mitten auf der Grasfläche gemacht hat und es nicht zugemacht hat direkt. Ich bin beinahe reingesprungen. Oh. Du hast ein fucking Jetpack auf dem Rücken. Yay, yeah, was nur noch 10% Akku hat. Okay, ja. 3x3x3. Hol dein Handy-Ladegerät. Warum? Weil... Oh. Hier oben in der Kiste. Kannst du dir mal kurz eine Tinker-Spitzhacke machen, Oskar? Am besten aus Obsidian. Das sollte möglich sein. Irgendwie das. Das war schon ein bisschen insane. Warum leckt das bei dir? Weiß es nicht. Also im DC verstehen wir dich ganz normal. Und du läufst ja auch. Ich läuf aber nicht. Ja, du hast auch bloß einen Streifen, einen grünen Balken. Oh Mann. Hättest du vielleicht nicht so viel RP machen sollen. Sag ich, hast du das mal gebrochen, kein Oscar? Ich glaub nicht, dass es das Problem ist. Oder einfach damit, die Dost. Damit einfach Rechtsklick machen, dann bewässerst du die Felder. Ach ja, immer die D-Dosen. Die Deodosen? Ja. Die Deodosen. Da hat man ja auch schon so einen Fall. Da wollte mich einer D-Dosen. Wo ich mir so gesagt habe, was für Dosen verwendet der wohl? Ravioli, Erbseneintopf, Linsen. Ja. Und dann kam es raus, dass es nicht kann. Wer ist das? Wer keine Deodosen hat. Pascal, wofür brauchst du die Pike? Wer ist das? Ich habe jemanden mitten bei uns auf dem Weg Obsidian gesetzt. Hier ist ein NPC. Naja, dann töte ihn. Ein NPC? Dann töte ihn. Doch. Nein. Die kannst du nur töten. Vor dem Haus. Was? Bau dem jetzt hier seine kleine Zelle. Falsch mit dir. Hä, der hat mich geschlagen, der schlägt mich. Naja, der ist feindlich. Ich hab gesagt, töte ihn. Ja, aber der hat zuerst nichts gemacht, weil... Oh Gott, mein Gott. Ach. Ich muss erstmal zum... Mhm. Ich muss erstmal neu starten. Also, er wird dich jetzt nicht nochmal angreifen. Ist er tot? Ja. Gut. Aber wäre trotzdem besser, wenn du dein Minecraft gleich mal neu startest. So, jetzt habe ich Zeit. Ich habe eine gute Spitzhacke. Nicht wieder, dass mein Internet wieder für Wochen wieder schlecht ist. Wahrscheinlich, weil ich das ganz so wirklich ist. Ne, jetzt hast du bessere Verbindung. Das da, mir fehlt noch ein Tier. Den Tier haben wir hier. Oh, ich hab coole Augen. Ja, super männlich, coole Augen. Ich kann ja schon den Grundriss ziehen. Wo kommt der hin? Zwei neue Sachen im Questbook abhaken. Make a field of grass 25 Blöcke away from your base to spawn animals. Haben wir.
Upgrade your mob palm to kill monsters automatically, haben wir. Ja. Als nächstes brauchen wir eine Kuh. Und ein Anvil. Ich glaube, der Anvil ist das kleinere Problem. Und ein Cowjar. Ne, wie hieß das? Milkjar. Milkjar brauchen wir. Das kann ich eben machen. Ich glaube, ich starte Minecraft neu. Okay. Bringt grad nichts. Ich bin gerade ruhig. Drei. Naja. Das. Ich erinnere mich. Das und das. Einen Einsicht Ende. Aus. Ich brauch schon wieder Redstone. Und so. Wir den hier. Wobei, der Anvil, den brauchen wir gleich erst. Hast du den? Ja. Okay. Ike? Hm? Also das Ding, was ich dir vorhin gegeben habe, zum Tiere transportieren. Ja, ist hier in der Kiste. Sag, ich würde es mir wieder nehmen, weil du sagst, du hättest selbst so eins. Ja. Redstone. Gut, dann einmal hier. Haben wir schon eine automatisierte Dirt Farm? Brauchen wir nicht an sich. Bin mal kurz AFK. Ja. Und du stellst dich einfach hier ein paar Sekunden hin an die Felder, ernst die ganze Zeit den Dirt zieht ab und brauchst dann 8 Dirt im Kreis zusammen und hast 24 Dirt. Jetzt muss ich mal kurz nachfragen. Welcher Output war das bei dem Reaktor, wo ich Stromkabel anschließen kann? War das der Reaktor Redstone Flux Power? Genau. Ja. Flux, okay. Redstone Flux Power. Gut. Und nochmal. Ihr könnt sie so merken, Redstone Flux ist die ausgeschriebene Form vom RF. Ah, okay. Weil RF heißt Redstone Flux. Das ist mir. Weil die Stromart in Minecraft ist in den meisten Fällen, also nicht immer, aber in den meisten Fällen Redstone. Hm. Es gibt dann noch so Ausnahmen wie Industrial Craft 2, wo es EU oder Tesla auch genannt ist manchmal, ist. Was ich überhaupt nicht verstehen kann. Wer denkt sich sowas aus? Wieso kann man es nicht einheitlich halten? Weil Industrial Craft 2 immer schon was Besonderes sein wollte. Oh, du leitest 0,11 EU zu viel in unsere Maschinen. Unsere Maschine macht Bumm und ist kaputt. Oh, du baust sie nicht mit einer Wrench ab. Unsere Maschine ist kaputt. Ach stimmt, das waren ja diese schönen Maschinen. Ja. Oh, du nimmst nicht die super aufwendig gecrafteten, isolierten Kabel. Du kriegst Schaden, wenn du unsere Kabel berührst, die so stark sogar sein können, dass sie dich one-hitten. Naja, das ist aber dann wie Real Life. Das ist schon irgendwo gut. Ja, aber einige, also je nach Modpack hast du halt auch wirklich so Rezepte, wo du dir so denkst, für die isolierten Kabel, wer soll sich das leisten können? Fickt euch. Das denke ich mich bei sowas. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber
Hast du jemals Mechanismen benutzt? Aber nicht in die Richtung, Oscar. Das ist nicht mehr in unserem Claim. Achso, na dann. Baue ich das jetzt ab? Ich erweitere es jetzt in die Richtung, unser Claim, um eine Reihe. Jetzt lass es dran. Jetzt ist es in unserem Claim. Ich habe nur exakt darauf gehört, weil es nicht mehr im Claim war. Wieso? Ich weiß, wie wir Tyrox ärgern können aus Ike. Wie denn? Ich bringe jetzt haufenweise Hühner zu ihm rüber. Ich glaube, damit kannst du den ärgern. Hä? Was? Du meinst nicht, wenn seine ganze Basis voller Hühner wäre, würde ihn das nicht nerven? Welche Basis? Du hast 3 Blöcke, wo du laufen kannst, das war's. Das ist ja noch schlimmer als bei uns, Pascal. Nee, bei uns ist wenigstens noch Platz, da haben wir vor allem noch eine ganze Etage gerade frei. Ja, das meine ich doch, noch schlimmer als bei uns. Ike, wie viele Kühe hast du? Eine. Ach, verdammt. Ich hätte sonst gefragt, kann ich mir, wenn du zwei hast, eine eben, also kann ich die eben fahren und dann weiter mir eine davon klauen? Ich hab selber bloß eine. Ich hoffe mal, dass noch eine spawnt. Aber über Tyrox komme ich zu euch rüber. Wobei, ich kann auch bei Tyrox kurz gucken können. Irgendwie schaltet sich mein Reaktor nie ein. Warte, da kann ich eben, ich bin eben schon auf dem Weg zu dir. Wo ist der Reaktor? Da unten. Yep. Ich sag dir jetzt schon die Fehler. Eine Blocke zu niedrig, also zu wenig gebaut? Du darfst weder den Controller noch den Access Port noch den Flux Point, diesen Redstone Flux Power Tab, auf die, an die Kanten machen. Lol, bei Stranded ging das da aber auch. Vielleicht ein, ich weiß auf jeden Fall, dass, ich meine, der Controller darf nicht. Und ich meine, die anderen auch nicht. Ernsthaft, ey, Alter. Ne. Pascal, ich habe eine wichtige Frage an dich. Dann mach doch eine Etage noch tiefer und lass das Ding im Boden. Jetzt wirst du es auch so beinahe lassen können. Ja? Gibt's den Builder's Wand auch in Odyssey? Den? Ja. Gibt's den? Ach, Scheiße. Fuck. Nein. So ein Scheiß. Hast du dir jetzt eigentlich mittlerweile Odyssey angeguckt, Ike? Gestern, wo ich kurz Aufnahmestopp hatte, habe ich mal mir das Modpack nur so bei Feed the Beast angeguckt. Mhm. Ja, mal gucken. Für den Fall, dass es jemals kommt, jetzt sage ich jetzt schon mal Oscar. Für den Fall, dass Ike jemals Feed the Beast Odyssey einen Server macht, frage ich dich jetzt schon mal, möchtest du mit mir ein Team machen? Auf jeden Fall. wirst da so durchrushen, ich weiß. Was setzt du dir so als Ziel? 2 Stunden? 3 Stunden? Da es so gesehen ja nur eine weitere Dimension gibt und sie das Endziel ist, des ganzen Projekts, also des ganzen Modpacks da reinzukommen. Komm, lass mal eine Challenge machen. Eine Stunde. Nein. Also ich glaube, selbst Profis schaffen da eine Stunde nicht drin. Nein, natürlich nicht. Das war Schwachsinn. Wenn wirklich da mal ein Server gemacht werden sollte, machen wir das ganz, ganz in Ruhe. Also ich mach da fast gar nichts. Es sieht hier nicht groß anders aus, aber... Ich meine, entweder Sky Factory 2 oder... Nee, warte, welche? Guck mal kurz nach. Es gab irgendein Sky-Dings-Teil, wo es ein Challenge-Paket noch von gibt. So, das hat eine eingebaute Stoppuhr drin. Und es ist eine vorgefertigte Map, da kannst du so Weltrekord-Runs machen.
Da ist irgendwie der Rekord eine halbe Stunde. Und das willst du schlagen? Nee, das habe ich noch nicht ausprobiert, aber es wäre vielleicht auch mal was so Interessanteres.